Okay, was bringt mir das? Muss ich wahrscheinlich irgendwo. Nee, jetzt ehrlich, was hat mir das gebracht? Weil da unten ist einfach eine normale Tür, dann ich kletter jetzt einfach nach unten. Au. So. Ha. Okay, das ist zu. Irgendwie dachte ich gerade, er ist tot und dachte mir, Moment mal, war ich hier schon? Und dann hat er doch angefangen zu spucken. Nur um meine Verhaltensweisen und Muster zu erklären, warum ich manchmal so derpy bin. The fuck? Warum bin ich jetzt wieder da? Gab es irgendeine Tür wieder mal, die vorhin noch nicht aufging? Da war ich ja anscheinend noch nicht. Bin gerade schon wieder so verwirrt. War ich hier überall schon? Kam ich hierher? The fuck? So, jetzt wird's interessant. Da waren ja Headcrabs, also war ich da noch nicht. Okay, dann gehen wir halt nochmal nach oben. Wer sind wir? Was sind wir? Wohin gehen wir? Und ich weiß die Antwort auf keine dieser Fragen. Okay, weißt du was? Wenn uns das Spiel nach oben führt. Dann gehen wir halt wieder nach oben. Wenn da war ja immerhin ein Gegner, der noch nicht tot war. Von dem her gehen wir mal da hoch. Weil da können wir ja nicht rein, ne. Warum gab es da ja noch einen anderen Weg, oder? Könnten auch noch da nach unten gehen. Aber die Tür geht nicht auf. Da sind wir dann wieder da. So, deswegen gibt es da dann eine Tür, die nach oben führt, weil man da schon abstürzen kann. Dann war vielleicht das mit den Headcrabs am Boden auch falsch und wir müssen da oben irgendwo lang. Alles nur damit man wieder da hoch kann, wenn man runterfällt und wieder alles von vorne machen muss, so wie es ich gerade mache, ich voll Hirsch. Okay, also wir waren da drin. Da haben wir einen Hebel, wo wir dieses Teil da hin und her verschieben können. Aber für was ist das? Für was kann ich das da hin und her verschieben? Weil ich meine, ich kann da hochhüpfen, ja toll und weiter. Geht das irgendwie auf, vielleicht die Tür? Also diese Luken da, das muss ja alles für irgendwas da sein. Moment. Oh. Also in Half-Life ist es echt immer so nach
grün leuchtenden Knöpfen Ausschau halten. Dann kommt man meistens weiter. Das sieht nicht so ungefährlich aus. Ich wollte die Magnum Money. Und ich falle immer tiefer. Geil. Das habe ich sehr gut gemacht. Ich dachte, das ist vielleicht eine einzige Holzwand da, aber ne. So, und da kommt man jetzt da wieder raus bei der anderen Tür, genau. Okay, kann man da aber auch irgendwie rauf? Oh, es ist der Raum. Oh, da ist Health, das ist schon mal gut. Das ist auch, wenn man runterfällt, dann okay. Gut, dann müssen wir halt wieder nach oben. Alles nur, weil ich die Magnum Money wollte. Das wird jetzt aber doof, wenn ich dann immer von ganz von vorne wieder. Uff! Und so. Das könnte schlimmer sein. Ja, es wird ja wahrscheinlich auch noch schlimmer. Oh, und ich mach's sogar einfach selber noch schlimmer. Oh, shit. Oh mein Gott. Ich habe mein Zielwasser wieder mal irgendwie gestern gelassen. Shit, da komme ich ja jetzt gar nicht durch, oder? Alter. Oh. Magnum Money. Soll ich die Magnum Money nochmal probieren? Und jetzt ist die Plattform anders. Jetzt könnte ich es schaffen. Shit. Funktioniert einfach nicht. Ich meine, ich könnte mal da durch. Oder da durch. Oh, was ist denn da noch? Ist da irgendwas Interessantes? Nur eine Bombe. Aber ich könnte mal probieren, da irgendwie durchgehen, weil hier ist noch eine Bombe an der Wand. Und jetzt schon nur noch 3 HP, sehr gut. Immer besser. Oh shit. Alter, ist das überall, sind überall nur Death Traps. Ich muss auf die andere Seite. Oh, oh no! Und so kommt man in diesen Raum. So. Schaffen wir es vielleicht noch auf die Leiter, wollte ich sagen, okay. So, wo spawne ich jetzt? Oh. Well, that's convenient. Ich habe sogar ein bisschen mehr Health, weil ich anscheinend da gespawnt bin, wo ich schon das erste Mal das Magnum verkackt habe, dass es da den Checkpoint gespeichert hat. Oh shit. Alter, das ist voll gefährlich. Ist das der richtige Weg eigentlich oder ist das nur irgendein Bonus?
Oh shit. Sieht nach dem richtigen Weg aus, weil ich kann jetzt nicht mehr zurück. So. Wir haben diese Passage geschafft, hoffentlich. Achso, ich habe immer noch keine Shotgun, ne? Oh shit. So, und jetzt komme ich über dieses Fließband wieder in den Raum zurück, wo ich vorhin war. Bin ich frei? Toll, es ist Shotgun-Muni da, aber keine Shotgun, aber zumindest Magnum-Muni. Gut. Irgendwo eine Shotgun drin. Vielleicht wäre da in diesen, bei all diesen Fließbändern irgendwo auch eine Shotgun gewesen, aber ja. So viel radioaktiver Kompost. Auch genannt Mountain Dew. Wohl eher Mountain Doo-Doo, am I right? Hello, I'm here. Shit, die schlafen wieder alle nur. So, wenn ich das angreife, bin ich wahrscheinlich tot. Okay, das geht nicht kaputt machen. Ja, und die nächste Passage, wo ich gerade wieder anstehe, wie komme ich da durch? Ja, okay. Okay. Kann ich das kaputt schießen? Tatsächlich. Clever. Was wäre gewesen, wenn ich jetzt meine Munition entweder da in dem Raum verschossen hätte bei den Viechern oder nie welche gehabt hätte? Interessant. Das ist irgendwie ein gruseliger Raum. Dachte ich mir schon. Die Tür ist offen. Questionable Ethics. Langsam wird es immer mehr spooky. Oh mein Gott. Das ist Thanos. Mit einem extra Arm im Bauch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war, aber es ist zumindest für einen Erfolg, ne? Ich meine, ich wollte ihn eigentlich freilassen, aber ich hätte vielleicht vorhin lesen sollen, was ich da mache. Welp. Zumindest hat er nicht mit seinen Fingern geschnippt. Was mir gerade gefällt, ist, dass die Optik endlich mal anders aussieht, weil sonst hat das ganze Spiel eigentlich immer relativ gleich ausgesehen irgendwie. Launch! Hallo, ich will den Erfolg haben. Okay, mir egal.
Titel wieder überall Bluescreens. Ah, okay, jetzt ist leer. Wusste ich doch. Kann ich da auch rein? Aber warum kann ich da rein? Für nix anscheinend. Egal. So, da bin ich gekommen. Dann gehen wir mal da weiter. Da ist nix. Unten. Geht nicht. Da haben wir sie, die Armbrust. Aber anscheinend gab es die dann schon früher mal, wenn da schon früher Munition rumlag. Endlich haben wir eine zweite Waffe, die gut auf Entfernung ist. Nicht nur ein Magnum. Da ist was seziert worden. Oh shit. Können wir da durchschießen? Nee, okay, da ist Glas. Können wir hier auch was drücken, um euch zu töten? Schauen wir mal. Muss doch gehen, oder? Muss doch töten gehen. Door Release. Da war G-Man oben. Oh Gott. Da ging gerade G-Man vorbei. G-Man ist der beste Charakter aller Zeiten. Oh, hello. Okay, der ist hinter einer roten Tür und ich sehe keinen Schacht, wie man da reinkommen kann, also schätze ich mal, dass der nur Deko ist oder so. Hello. Frauenklo können wir natürlich nicht, also aufs Männerklo. Sag mal, sind wir jetzt wieder am Anfang des Spiels? Grad. Da jetzt irgendwo ein Spind mit Freeman ist. Nee, das sieht doch ein bisschen anders aus, weil der Freeman spinnt wieder dann da irgendwo. Welp. Da ist jemand während seinem Geschäft gestorben. Es sind ein paar während ihrer Geschäfte gestorben. Maintenance, okay, geht nicht. Warum halt nicht? Ich muss mich voll heilen. Weil diesmal ist es nicht so viel. Ich hätte sowas auch in der Arbeit gerne. Ein Getränkeautomat, der alle Wunden heilt. Shit, der Getränkeautomat ist leer. Dass da noch so viel Strom ist plötzlich. Kantine. Ich hoffe, ihr hattet eine letzte gute Mahlzeit. Wer hat da gerade geschrien? Oh, hallo. It ain't no good up there. It's all sealed off.
Oh shit. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs. Maybe with the both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. Ja, gut. Dann komm mit. Let's get the hell out of here. Ja. Sehr gut. Ja, da ist ein Scientist. Können wir nicht einfach seine Augen rausreißen und dann das austricksen, das ganze System? Hast du überhaupt eine Waffe eigentlich? Oder irgendwie wäre es gut, wenn du dich ein bisschen so verteidigen könntest. Das ist auch ein... Könnten doch einfach die Augen von denen nehmen oder müssen es leben? Müssen es für den so den Retina-Scanner lebende Augen sein? Ich meine, in Zombie U macht man das genau, dass man jemanden sucht und ihm das Auge rausreißt, der Leiche dann, damit man mit dem Retina-Scanner weiterkommt.